Ja, und wieder zurück mit dem Schuhkarton. Müssen wir uns jetzt hier mal mit der ganzen Geschichte auseinandersetzen. Was ist in dem Schuhkarton? Wieso liegt er da und wieso mache ich den Schrank auf? Verdammt nochmal. Tja, wie man sieht, sieht man nichts. Ich verstehe auch nicht jetzt, wieso der jetzt im Hotel lebt oder im Hotel. Ist das ein... Boah, was, ey? Schizo? Habe ich den Karton in das Schließfach gelegt? Ich erinnere mich nicht. Ja, anscheinend ist es von dem Typen, von dem du auch den Ich Brief bin ins hast. erstbeste Motel gegangen. Plünder mal erstmal die Minibar. Das machen ja. Was ist das denn wie eine Minibar? Okay, dann gucken wir mal, was können wir denn hier machen? Fernsehen. Berichten zufolge verschwand gestern im Laufe des Abends ein Junge aus dem Bezirk Stanton. Er wurde zuletzt mit seinem Vater im Park gesehen. Schon. Genaueres ist nicht bekannt. Im Zusammenhang mit dem Fall Jeremy Bowles liegt der Verdacht nahe, dass der Origami-Killer erneut zugeschlagen hat. In diesem Fall stiege die Opferzahl auf 9. Tja, ich glaube, unser Protagonist hier möchte es noch nicht wahrhaben, dass er Opfer des Origami-Killers ist. Deswegen waschen uns jetzt mal die Hände. Bam, hau dir das mal voll ins Gesicht, die Hände. Jetzt, ich glaube, ich habe genug genug gespielt. Ich könnte eigentlich noch... Nein, ich gehe jetzt nicht pinkeln. Wir gehen direkt zum Karton und gucken, was im Karton drin ist. So. Was haben wir da denn? Das sah gerade aus wie eine Knarre. Es ist eine Knarre und ein Handy und eine SD-Karte und ein Origami-Schweinchen. Sehe ich das richtig? Und das sind mehrere Sachen. Mehrere Origami-Sachen. Okay, erstmal gucken wir uns die Knarre mal an. Nein, keine Fingerabdrücke. Nicht gut. Als wenn er sich voll auskennt, ey. Guckt erstmal Munition. Munition check. Und ballert erstmal alle gleich nieder. So, dann gucken wir mal. Was ist das für Origamis? Das ist eine 1 und da Zahlen drauf. Das scheint mir so. Ach nee, der faltet die auf. Wir sind bereit. Mut zu zeigen, treten. Okay, jetzt haben wir einen Ort, wo wir vielleicht hinreisen können. Würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht. Und als nächstes nehmen wir die SD-Karte und stecken die vielleicht mal in die Kamera rein. Was ist das, ein Handy oder eine Kamera? Was weiß ich? Was für ein Jahrtausend leben die denn, ey? Was für eine SD-Karte? Die ist ja größer als meine externe Festplatte. Schauen. Wo bist du? Mir ist so kalt. Dad. Alter. Dad. Wie weit würden Sie gehen, um jemanden zu retten, den Sie lieben? Erinnere mich sogar so ein bisschen an Saw, so Psychospielchen und so. Wie weit würden Sie gehen? 5 Origami-Figuren. Jede Figur ist für eine Prüfung. Jede Prüfung liefert Buchstaben. Die Buchstaben offenbaren eine Adresse. Okay. Gucken wir uns immer die erste Prüfung vielleicht mal an. Das machen wir die. Dann machen wir die sofort. Und dann haben wir den ersten Buchstaben, um den Jungen zu retten. Weil noch ein Sohn lassen wir nicht sterben. Denn wir sind Ethan, glaube ich. Okay, verstecken das allererstes das Ding unterm Bett. Und dann das, weil wenn die Polizei kommt und uns hier durchsucht, dann... Nein, wenn die Polizei kommt, wenn die sagen, verdammt, wieso haben sie es versteckt? Würde ich jetzt fast sagen. Verdammt. Ich handle zu voreilig. Ich handle unüberlegt. Ja, ich handle unüberlegt. Tja. Der Mörder ist weiß, zwischen 30 und 45. Er handelt nicht spontan, sondern plant seine Taten sehr akribisch. Er hat nichts gegen die Opfer persönlich.
Er bedeckt die Gesichter mit Schlamm, so sind sie anonym. Und warum bringt er sie um, wenn er nichts gegen sie hat? Sie sind für ihn nur Abbilder, Symbole. Er gibt ihnen wohl deswegen eine Origami-Figur und eine Orchidee als Geschenk. Eine Art Entschuldigung für das Verbrechen. Interessant. Und was bringt uns das? Wind ruhig. Für die Verfolgung eines Täters muss man sein Verhalten kennen. Sowas gibt es vielleicht im Fernsehen, aber hier geht es um ein Menschenleben. Nein. Weiter, Jaden. Niedergeschlagen. Geoprofile. Geoprofile. Dann habe ich mir die geografische Lage der Fundorte angesehen. Den ersten Mord verüben Täter meist in der Nähe des Wohnorts, um bei Problemen einen sicheren Rückzugsort zu haben. Gewinnt der Täter mehr Sicherheit, bewegt er sich auch weiter weg. Ich habe die Orte, an denen die Opfer entführt wurden, genau analysiert und einen möglichen Wohnbereich des Täters eingegrenzt. Und wie groß ist dieser Bereich? Im Moment 10 Quadratmeilen. Ah, gut. Da leben ja nur ungefähr 10.000 Leute. Wollen Sie sie einzeln vernehmen? Der hat eine ganz schön große Klappe, der Typ. Wir sind ganz ruhig. Je mehr Hinweise, desto kleiner wird der Bereich. Wir können ihn mit den Verdächtigen abgleichen und so den Mörder ermitteln. Ein Detail ist mir besonders aufgefallen. Die Zeitspanne zwischen dem Verschwinden des Opfers und dem Auffinden der Leiche beträgt 3 bis 5 Tage. Es fallen immer 15 cm Niederschlag, plus minus 10%. Und was soll das heißen? Alle Opfer ertrinken in Regenwasser. Der Mörder tötet nur im Herbst, da regnet es viel. Vielleicht steckt er sie in eine Art Brunnen oder Tank, der oben offen ist und Regen reinlässt. Je mehr es regnet, desto schneller sterben die Opfer. Und wie geht's weiter? Die Profile von 2 Verdächtigen könnten passen, auch bezüglich des Aktionsradius. Ich möchte sie befragen. Oh Mann, das ist reine Zeitverschwendung. Der Killer läuft frei herum und wir sollten zusehen, dass wir ihn finden. Vernünftig. Der Killer ist kein gewöhnlicher Mörder. Intelligent, organisiert und methodisch. Sie werden ihn wohl kaum beim Streifefahren finden. Sagen Sie mir, Agent Jaden, haben Sie Ihren riesigen Erfahrungsschatz aus der Praxis oder nur aus verdammten Schulbüchern? Boah, jetzt kriegt er erstmal richtig. Ihr riesiger Erfahrungsschatz hat die 8 Opfer nicht davor bewahrt, ermordet zu werden. Blöder Wichser! Das reicht jetzt. Tja, hat er von mir jetzt gekriegt. Man muss nur Menschen provozieren können. Sie sagten, 15 cm Niederschlag tötet die Opfer. Wie viel Zeit haben wir noch? Wenn der Wetterbericht stimmt, keine 72 Stunden. Uiuiui. Das schaffe ich nicht. Ich gebe auf. Ich surrender. Tja. Dann gehen wir mal rein. Hallo. Make open the door, please. Hallo. Da klopft man nochmal gegen. Boah, Shepard, da richtig. Das war reine Zeitverschwendung. Wir sollten trotzdem mal einen Blick riskieren. Es ist keiner da. Also wenn man so eintritt, meine Tür aufkriegt, dann... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist. Wie, ich auch nicht. Und wenn schon? Ich glaube, der kommt aus Osteuropa. Dann ergibt das alles auch Sinn. Heiliger Bimbam. Dieser Nathaniel Williams ist wohl ein Mann Gottes. Krass. Ein gottesfürchtiger Idiot, der auf das Ende der Welt wartet. Tja, ich hab's überlebt. Wir haben ihn vor ein paar Monaten wegen Ruhestörung im Park schon einmal verhört. Er ist total ausgerastet. Sagt, er hört Stimmen. Ja, glaubt in seinem kranken Kopf, dass ich der Antichrist bin und ihn hier auf der Erde verfolge. Oh, warte, lach irgendwas auf den Tisch. Was für ein Spinner. Bibel. Ey, der läuft mir hier. Hallo, hau ab hier! Oh, du dumme. Ich behalte es für mich. Was ist da? Liegt hier irgendwas? Nein.
Was haben wir hier? Ein Hinterausgang. Vielleicht hat er uns gehört und ist dann abgehauen. Nein, das ist kein Hinterausgang. Das ist ein... Was Lichter? Was ist das? Seht ihr das an der Wand? Ist das ein Modem? Boah. Ey. Das ist bombastisch, diese Steuerung. Das ist schönst. Guck mal, der tritt die Tür auf und macht dann nichts. Was ist mit dir? So. Toilette. Finden wir hier irgendwelche Hinweise? Vielleicht Medikamente. Multivitamin, ist es nichts Besonderes da. Der gute Mann lebt wohl sparsam, da er wirklich nur Kerzen stehen hat. Und er macht die nicht aus. Das kann lebensgefährlich sein. Und er wäscht seine Teller nicht ab. Das sieht verdammt nochmal genauso aus wie bei Sparrix in der Wohnung. Verdammt! Wollen wir mal weiterschauen, was hier noch so ist. Tolles. Die hat ja eine Wohnung, wie ist ja. Hä? Scheint ja. Ah, wartet mal. Aber der hat doch Kerzen angelassen. Das heißt, er wird bestimmt gleich nach Hause kommen. Okay, hier ist nichts mehr. Und hier ist Milch und. Oh, fuck. Hinter dir. Gutes Timing, Nathaniel. Genau der, den wir suchen. Engel und Himmelswächter schützt uns. Agent Norman Jaden, FBI. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Gott ist mein Zeuge. Ich habe nichts getan. Ich schwör's. Ruhig bleiben. Niemand wirft Ihnen etwas vor. Wir wollen nur reden. Arbeiten Sie, Nathaniel? Haben Sie einen Job? Meine einzige Arbeit ist das Gebet zum barmherzigen Gott für die Erlösung der Menschheit. Ah, klar. Der hat überhaupt keine Klatsche. Nein, nein, wir müssen... Warum all diese Kreuze? Fürchten Sie etwas? Die Stunde ist nah. Der Zorn Gottes kommt über die ganze Menschheit. Ich warte auf das Ende der Welt. Und da glaubst du, die Kreuze können dich Nathaniel, schützen? Wissen Sie noch, wo Sie letzten Dienstag um 16.30 Uhr waren? Hier. Ich war hier, betend. Den ganzen Tag. War jemand bei Ihnen? Nein. Nein, ich war allein. Und die Stimmen, Nathaniel. Hören Sie die Stimmen immer noch? Wir wissen, wer zu Ihnen spricht, nicht wahr? Wir beide wissen das genau. Nicht den Namen sagen. Was sagt er Ihnen, Nathaniel? Blake, was soll das? Ich kann es nicht sagen. Wir dürfen nicht reden. Er will neue Opfer von Ihnen, nicht wahr? Lassen Sie ihn in Ruhe. Er will mehr, immer mehr, nicht wahr? Darauf hin zu provozieren, ehrlich. Nein. Nein. Hören Sie auf. Er wird kommen. Er wollte auch das Kind aus dem Park. Haben Sie den Verstand verloren? Die Stimmen quälten Sie die ganze Nacht lang. Sie wollten nur, dass Sie aufhören. Nicht wahr, Nathaniel? Lass das. Stopp. Stopp. Das reicht. Der hat doch voll die Paras schon, Alter. Damit Sie aufhören. Sie haben den Jungen geführt und ertränkt. War es nicht so? Nein. Nein. Ey. Stopp. Stopp. Sie haben sie umgebracht. Gestehen Sie endlich, Sie Dreckschwein. Hör mal auf, ey, kann ich nichts machen. Sie sind der Antichrist. Waffe runter, ich werde Sie zurück in die Hölle schicken. Er ist Satans Sohn. Er soll uns alle vernichten. Herr Gott, noch mal. Los. Ruhig, Nathaniel. Niemand will Ihnen was tun. Waffe runter. Zuhören. Zuhören. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Hören Sie nur auf meine Stimme. Dämon! Du sollst bedauern, dem Gesandten Gottes zu begegnen. Du sollst die göttliche Macht erfahren. Lieutenant Blake wird jetzt die Erde verlassen. In diesem Moment kehrt er ins Schattenreich zurück. Wesen der Finsternis, ich befehle dir, kehre zurück ins Reich der Schatten und gib unserem Nathaniel Frieden. O Allmächtiger, hilf uns im Kampf gegen das Böse. Schütze uns vor der schlauen List des Dämons. Möge der Allmächtige die Macht seines Reiches offenbaren.
und die göttliche Kraft Satan und andere böse Geister auf der Jagd nach Seelen in die dunkelsten Abgründe der Hölle schicken. Jetzt muss ich den beruhigen. Komm, Waffe runter. Und jetzt die Waffe runter. Auf den Boden. Jetzt zurück. Langsam. Der rennt uns aber weg. Die Waffe runter. Runter, Nathaniel. Ja, Mann, ich lass den nicht töten. Bei mir stirbt keiner hier, außer Jason. Dummer Dreckskind. So, jetzt Hände hinter den Kopf. Die Hände hinter den Kopf. Und umdrehen. Umdrehen. Verdammt! Boah, ich wollte schießen. Im Namen des Herrn, weiche von ihm, Satan! Boah, hätte ich jetzt geschossen, hätte ich den... Okay, Spinner, die Show ist vorbei. ...umsonst umgebracht. Boah. Jetzt ging mein Arsch auf Grundeis. Es war verdammt cool unter diesen Umständen. Ich hätte ihn erschossen. Eine Waffe löst nicht jedes Problem, Blake. Meine Meinung. Nicht, aber meistens hilft sie.